Ein großes Klischee ist schon irgendwie, dass sofort die Kinder weggenommen werden. Es gibt Kinder- und Jugendliche, die mit einem über Sachen reden, über die würden sie vielleicht mit ihren Eltern nicht reden. Also man hat schon oft die Arschlochrolle. Bin ich so schlimm? Nein. Das siehst du. Morgen werden wir wieder für zuständig, richtig? Weil wir wieder nicht wissen, wo ist das Kind. Wir sind unterschiedliche Teams, aber grundsätzlich hat jeder Sacharbeiter seine eigenen Fälle. In dem Rahmen machen wir halt alles das mit der jeweiligen Familie, was nötig ist. Also Hilfepläne schreiben, Hausbesuche machen, Termine vereinbaren, Beratungsgespräche durchführen. Also wir haben so im Schnitt 30 Fälle pro Sacharbeiterin. Also es geht schlussendlich darum, dass die Tagesmutter schreibt, das Mädchen sei 18 Monate alt. Aufbringe die Kindesmutter ihre Tochter in die Tagespflege und die Windel sei voll. Also nicht nur mit Urin, sondern auch mit Stuhlgängen. Essen gäbe es sehr, sehr unregelmäßig. Die Kindesmutter selbst esse wenig und würde offensichtlich annehmen, dass wenn sie selbst keinen Hunger hat, dies wohl bei ihrer Tochter auch so sei. Wir sind keine Detektive, wir können nicht hinter den Kopf schauen, wir können nicht hinter die Wand schauen. Wir sehen auch immer nur einen kleinen Ausschnitt und müssen uns an den Fakten abarbeiten und an dem, was tatsächlich ist. Ich bin Lara Sommer, bin 26 Jahre alt und arbeite jetzt relativ frisch in Weinheim im Jugendamt. Nee, dann musst du Mannheim anrufen, Mannheim muss ihn abnehmen. Genau, Mannheim ist genau, richtig. Aber dann wäre es ja jedenfalls doch jetzt erstmal der erste Schritt, die Tagesmutter anzurufen und so nachzufragen, ist das Kind bei ihr oder an welchem Tag ist das Kind bei ihr und je nachdem, wie es dann ist, können wir weiterschauen. Und wenn das Kind schon... Wer macht mit bei den Waldgeistern jetzt? Ich gebe euch ein Stück Ton jeweils. Das, was ich studiert habe, Kunst, war für mich sehr wichtig. Am Anfang habe ich noch ein Atelier gehabt, habe auch noch künstlerisch mehr nebenbei gemacht und bin dann quer eingestiegen, wurde dann als Kreativ- und Werkpädagoge eingestellt. Und das ist eigentlich mein Ding, mit Kindern, Jugendlichen zu arbeiten. Ich bin Karl Kaiser und ich arbeite jetzt knappe 30 Jahre beim Jugendamt Mainz. Ich habe hier in der Tüte Federn. Also ihr könnt nachher auch noch Federn da reindrücken. Ihr könnt von den Ästen auch Blätter holen oder hier um Boden. Es ist ein Projekt, in dem es um Natur und Umwelt geht. Da wird also mit Naturmaterialien gearbeitet. Die werden dann zu kleinen Kunstwerken oder halt auch ganz einfach kreativ gestaltet. Ich frage mich die ganze Zeit, aus was Ton gemacht ist. Ton ist Erde. Und es gibt gewisse Böden, die sind halt ganz fein. Und diesen Ton, der wird getrocknet. Und wenn der richtig trocken ist, kann man den in einen Brennofen tun. Ja. Wenn alle so einigermaßen fertig sind, dann fangen wir an, die in die Bäume zu hängen. Der trocknet in der Luft und wenn es viel regnet, dann wird er sich noch mal verändern. Guck mal hier, der guckt dich jetzt hier aus dem Baum an. Wichtig ist, dass Kinder wieder lernen, handwerklich zu arbeiten, sich mit Kunst, mit Farben und so weiter auseinanderzusetzen, weil die Motorik der Kinder hat sehr gelitten. Die Überflutung an Medien ist so immens, dass auch die Kinder sehr oft abgelenkt werden und sich gar nicht mehr auf andere Sachen konzentrieren. Wenn Leute das abreißen? Dann ist es weg. Dann finden Leute das einfach toll, dass da sowas gewesen ist. Das hier ist so eine Kunst, die ist vergänglich. Wenn es regnet, wenn es viel regnet, irgendwann fällt es ab. Guck mal, hier ist noch ein Baum mit einer schönen Rinde. Wunderbar, Sie wollte ich erreichen. Sie hatten ja die Meldung gemacht. Wir würden nämlich tatsächlich gerne einmal vorbeischauen und uns die Kleine angucken, dass wir sie einmal gesehen haben, weil wir tatsächlich bisher sie noch nicht uns anschauen konnten. Das würden wir tatsächlich einmal gerne machen. Na,
habe die Tagesmutter erreicht. Sie ist heute bis 12.30 Uhr da. Ist das Kind dort? Das Kind ist auch dort. Ich glaube schon. Also wir fahren nicht nach Mannheim. Wenn das Kind dort ist, müssen wir eine 8-A-Meldung nach Mannheim schicken. Wie geht es dem Kind wirklich? Geht es dem Kind wirklich schlecht? Wie schlecht geht es dem? Geht es dem Kind vielleicht auch gut? Ne, wir wissen es nicht. Und wenn man dann nicht so schnell handeln kann, wie man gerne möchte, einfach aufgrund dessen, dass zum Beispiel die Zuständigkeit nicht klar ist, ist natürlich frustrierend. Die Mutter wohnt in Mannheim, das Kind hält sich jetzt in Mannheim auf. Also wäre es eigentlich die Sache von Mannheim? Morgen ist sie halt nicht bei der Tagesmutter, das heißt, sie wird wahrscheinlich zu Hause sein. Dementsprechend werden wir dann auch wieder zuständig. Es ist halt super komplex. Also es ist Hände insofern gebunden, als dass manchmal einfach auch Zuständigkeiten zum Beispiel geklärt werden müssen. Solange die Zuständigkeit noch unklar ist zum Beispiel, und die Hände gebunden sind, als dass wir nicht handeln können. Das Amt zeichnet sich schon tatsächlich durch viel Papierkram, durch viele Formulare, Anträge aus, ja, absolut. Hallo Fiona. Ah, komm. Am besten bringen wir jetzt schon mal die ganzen Sachen nach draußen. Und ich nehme gerade mal die Farbe. Ich nehme die Platte. Das ist ein Angebot, was sehr wichtig ist, da sehr viele Jugendliche dort sind, sehr viele Kinder aus unterschiedlichen Nationen. Und wir halt offen sind und die jederzeit kommen können. Die wissen, dann und dann ist das Jugendzentrum offen. Und dann sind sie auch da. Wir sind die Einzigen vor Ort, die mit Kindern und Jugendlichen was machen. Gerne noch. Ein schöner Blick. Boah, da geht ja schon gut los. Wer ist dran? Ich. Ich weiß mal wieder gar nichts. Jetzt habe ich wieder alles vergessen, was da drunter liegt. Das ist so der Alltag, wenn Kinder mit Problemen kommen, familiär, schulisch und so weiter oder beruflich, sind wir auch dazu da. Und je mehr Vertrauen die Kinder und Jugendlichen zu uns haben, desto eher bekommen wir mit und können ihnen dann auch professionell helfen. Oder an die Stellen verweisen, die ihnen professionell helfen können. Meine Arbeit ist letztendlich eine Form von Brückenbauen oder einfach von Hilfe zur Selbsthilfe letztendlich. Ist so ein kleiner Baustein zwischen da, wo die Familie oder die Menschen gerade stehen und da, wo sie hinwollen und wo sie einfach eine Form der Unterstützung bekommen. Also man ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Krückstock vielleicht. Das Spannende an sozialer Arbeit ist ja auch, dass wir haben 240 Arbeitsfelder. Dementsprechend ist es sehr vielfältig und das Jugendamt ist ein Arbeitsfeld davon. Lara, was ist der Grund gewesen, dass du zum Jugendamt gegangen bist? Das Spannende am Jugendamt fand ich jetzt tatsächlich so ein bisschen, dass man die Metaebene hat in Bezug auf die Familie. Dass man nicht mittendrin steckt, sondern dass man so ein bisschen von außen drauf schaut. Und das fand ich jetzt einfach das Reizvolle. Hast du kurz Zeit? Ja. Wollen wir uns an den Tisch setzen? Ja, oder? Das so wie es für dich bequem ist. Ich arbeite tatsächlich eng mit meiner Teamleitung zusammen. Also mit der spreche ich mich ab, wenn ich Fragen habe. Sie prinzipiell erstmal die erste Ansprechpartnerin oder wenn neue Fälle sind, übergibt sie mir die Fälle. Die Eltern sind ein bisschen überfordert mit der Erziehung ihrer beiden Kinder. Die Kinder sind zum einen 5 und 6. Das ist ein Junge und ein Mädchen und vor allem der Junge ist ein bisschen verhaltensauffällig. Und es gibt Gewaltvorwürfe, dass der Vater irgendwie gewalttätig geworden sein soll. Das hat nur die Mutter behauptet. Die leben zusammen, genau, die wollen auch beide die Hilfe. Also soweit ist die Hilfe ganz gut angelaufen. Jeder kommt mal irgendwie in die Lage, dass er irgendwie ein Problem hat, was er wohl Schwierigkeiten hat, das zu bewältigen. Es wird immer so ein bisschen gedeckelt, ne? Ach, na, bei uns läuft alles gut, na, alles tutti frutti. Dass es mal schwierig ist und dass man nicht immer alles bewältigen kann, ist doch das Normalste der Welt. Was wollt ihr? Mann, Joshua, was?
Ihr wollt malen. Ja. Das ist das Konzept auch, das ich immer habe bei den Projekten, die Kinder nicht zu irgendwas zu zwingen, so, also wie in der Schule, sie müssen das und das machen, sondern sie machen das freiwillig und durch dieses freiwillige Machen kommt es auch dazu, dass sie das gern machen. So. Was ist das? Und die sind ganz neu. Also nicht zu fest draufdrücken, dass sie zerbrechen und nachher wieder reintun. Ich habe jedem mal erst zwei Blätter gegeben, aber ihr könnt jederzeit noch welche haben. Ihr könnt malen, was ihr wollt. So. Wir haben einen Schrank, in dem sind die ganzen Malmaterialien vorhanden. Und wenn dann die Kinder sagen, wir würden jetzt gern das und das machen und das ist da, dann können sie direkt damit anfangen. Und da werden sie dann halt auch unterstützt. Und die Ergebnisse sind natürlich schön, wenn man die direkt vor Ort an der Wand festmachen kann, dass sie sehen, das, was sie machen, wird auch wertgeschätzt. Ist fertig? Okay. Wir haben doch gerade mal erst mal angefangen. Ja, okay. Und die, die sich austoben müssen, toben sich aus und haben auch was davon. Also das ist so das Konzept, ein offenes Projekt, wo jeder das rausziehen kann und sich das rauspicken kann, was ihn gerade interessiert. Es geht darum zu sehen, es ist ein Kind da, es gibt eine Gefahr. Und dann sind die Schritte zu machen sind, eben auf Basis von Fakten und auf Grundlage des Gesetzes und nicht aus, mir tut hier irgendjemand leid. Hast du schon mal die Gelegenheit gehabt, die letzten Tage reinzuschauen? Ich hatte schon mal reingeguckt, ja. Die Mutter möchte gerne, dass der Sohn zweimal im Monat zu ihr kommt, zum Umgang. Ja, er lebt beim Vater. Es ist wichtig, einfach, dass die neuen Kolleginnen in allen Facetten der Arbeit mit involviert werden, damit sie verstehen, was für eine Tragweite die Entscheidungen haben, die sie treffen. Also Verantwortung hat man ja letztendlich immer im sozialen Bereich. Also man arbeitet mit Menschen und man unterstützt die Menschen im Rahmen Hilfe der Selbsthilfe. Aber hier betrifft es eben Kleinkinder und es ist eine andere Form der Verantwortung. Und dementsprechend hat man natürlich Respekt davor. Die Verfahrensbeteiligten waren alle sehr bemüht, aber leider war es nicht wirklich möglich, eine Vereinbarung zu finden. War interessant, war es also erstmal spannend, so die Abläufe mitzubekommen, wer redet wann, wie. Was wird thematisiert? Ne? Wie sind die Vorgaben? Welchen Raum erhalten auch wir? Also was ist unsere Aufgabe? Ne? Was teilen wir mit? Genau, also war spannend einfach. Ja. Hannes, hast du das da jetzt neu? Hast du das jetzt neu? Ja, das neue Stück. Ich habe nämlich gedacht, das kenne ich noch nicht. Soll ich irgendwas vorspielen? Ja, zum Beispiel das, was du extra für mich am Üben bist. Der kam schon als kleiner Knirps an und fing dann auf einmal an, Klavier zu lernen. Und von jetzt auf gleich und innerhalb kürzester Zeit hat er sich ein Repertoire aufgebaut und wir haben ihn da auch immer unterstützt dabei. Er weiß, wenn er kommt, dass er immer, ja, mit offenen Armen aufgenommen wird. Super. Es wird immer besser. Ich kenne ihn schon seit 9 Jahren und er ist mir schon sehr ins Herz gewachsen. Und ich freue mich halt immer wieder, Leuten was vorzuspielen. Das wird mir immer warm ums Herz, wenn ich Leuten was vorspiele. Das merkt man erst, wenn man aufhören will, dass dann die Kinder auf einmal, wie, du gehst, das kann doch nicht sein. Sie vermissen einen schon jetzt im Kopf und sagen, wow, das geht doch nicht, wie, du gehst jetzt schon. Das sind dann so Reaktionen, an denen man merkt, dass man für diese Kinder eine wichtige Rolle hatte.
Nur wenn ich irgendwie in mir ausgeglichen bin und in der Balance bin und bei mir bin, kann ich gut agieren und gut auf Menschen reagieren und dementsprechend gut meine Arbeit machen. So draußen in der Natur zu sein, den Blick ins Grüne zu haben, auf die Berge, in den Wald und einfach fernab von dem Alltag zu sein, hilft schon sehr, um wirklich den Kopf auszuschalten und in dem Moment zu sein, einfach präsent zu sein. Das ist schon einfach sehr wohltuend und sehr erholend. Ich würde gerne von Karl Kaiser wissen, wie er es geschafft hat, sich über so viele Jahre in dem Beruf motiviert zu halten und engagiert zu bleiben. Ja, es ist manchmal schon anstrengend, aber ich glaube, man muss sich ab und zu halt einfach runterfahren und sagen muss, okay, die wollen jetzt alle gleichzeitig was von dir. Jetzt müssen wir das aber so peu à peu abarbeiten, dass jeder nacheinander drankommt und dass alle dann im Endeffekt auch zufrieden sind. Okay, am besten mal den Open in irgendeinen laufenden Fall von dir rein. Mhm. So, also hier, das ist ja so die Fallübersichtsmaske, da siehst du einfach alle Daten, den Zeitraum, in dem die Hilfe angelegt ist, welche Aufgaben hier angelegt sind, Beratung und Hilfe zur Erziehung. Das heißt, wenn dir auffällt, dass irgendwelche Felder leer sind, dann solltest du da immer drauf gucken, weißt du was drüber? Ja. Wenn du was drüber weißt, dann trag's bitte nach. Die größte Herausforderung ist tatsächlich gerade einfach noch so die Grundstrukturen sich wirklich gut anzueignen und da einfach wirklich flüssiger drin zu werden und die Abläufe wirklich aus dem FF irgendwie zu können. Klar bewegen wir uns auch viel im Paragraphendschungel und gehen damit auch täglich um. Da wäre ein Hilfeplan. Paragraph 36. 35a Hilfe. 16er Hilfe. Paragraph 27 im SGB 8. Einzelfallhilfe, Familiencoaching. Paragraph 32 Tagesgruppen. Eine 30er, also eine Erziehungsbeistandschaft. Gut. Dann viel Freude mit den Fällen. Dankeschön. Ich glaube, das wäre nichts, was ich machen wollte. Also die Meldung ist von letzter Woche Freitag. Da gab es wohl Streitereien. Mehrere Anrufer melden über Notruf, dass sie aus einem Gebäude an der genannten Örtlichkeit Geschreie wahrnehmen würden. Ein Kind sei auch involviert und würde panisch schreien. Weiter seien Schläge hörbar. Bei kleinen Kindern sind wir eigentlich doppelt vorsichtig. Also da fahren wir auch lieber sofort und sind dann sicher, dass es okay ist. Es waren jetzt mehrere Nachbarn quasi, die angerufen haben und haben gesagt, es war nicht nur eine Person, sondern das muss anscheinend so laut gewesen sein. Auch, dass ein Kind panisch schreien würde, es wären Schläge hörbar. Also das kann jetzt nicht sein, ja, wir wurden mal ein bisschen lauter. Das stimmt dann vielleicht nicht so ganz. Mhm. Und dann guckt man halt, wie einsichtig sind die. Und haben die vielleicht auch einen Bedarf? Und Schutzvereinbarung machen wir dann, wenn wahrscheinlich, Richtung, dass die Streitigkeiten nicht vor dem Kind in die Richtung wahrscheinlich gehen, oder? Genau, zum Beispiel, dass sie sich nicht mehr vor dem Kind streiten oder was halt, was sie auch umsetzen können. Ja. Oder jemand verlässt dann mal das Haus und läuft eine Runde um den Block oder es wird irgendwie die Oma mütterlicherseits angerufen. Bevor es eskaliert, dass man eine Lösung findet und die Situation verlässt oder. Wenn wir hier einen Fehler machen, dann hat das zur Folge, dass ein Kind gegebenenfalls länger Schaden nimmt, als es das definitiv sollte. Ja, also einfach ziemlich was zu übersehen und dementsprechend ein Kind in Gefahr zu bringen, beziehungsweise ein Kind weiterhin in Gefahr zu lassen. Das ist so das, wo man, glaube ich, am meisten Respekt vor hat. Ich bin gerade einige Bücher am Machen, und zwar für die Projekte, die ich bisher gemacht habe. Und damit meine Kollegen, die jetzt nach mir kommen, dass die endlich auch dann wissen, wie das genau geht. Es sind Vorschläge und dann sind auch hinten noch viel Freifläche und da können die Kollegen dann ihre eigenen Ideen einbringen. Eigentlich mache ich mir nicht so sehr Sorgen, dass das hier nicht mehr weitergeführt wird,
sondern es liegt eher daran, dass das Umfeld sich immer mehr wandelt. In der Schule, zu Hause, durch Computer, durch die elektronischen Geräte. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass dadurch Sachen vergessen werden oder nicht mehr vorhanden sind, die früher alltäglich waren. Das muss jetzt trocknen. Wir haben jetzt bei der Kindesmutter geklingelt, wollte uns aber nicht reinlassen und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, die Polizei zu rufen, die jetzt eben dazukommt. Es kommt durchaus schon vor, dass Bremsleitungen durchgeschnitten wurden, dass Sacharbeiter zu Hause aufgesucht werden, bedroht werden und wir uns da einfach auch in eine gewisse Form oder in eine Gefahr bringen können. Es kann sein, dass 30 Jahre nichts passiert und man einfach in keinen Konflikt mit einer Familie gerät. Kann sein, aber es kann auch mal sein, dass ein Fall kommt, wo man dann vielleicht Familie und SacharbeiterInnen nicht im Guten auseinandergeht. Im letzten 2-3 Jahre ist bekannt, dass immer mal wieder Natalia. Ja, wir haben dann den Vater kontaktiert und der sagte, dass er jetzt mit dem Kind in Italien gerade ist und dort Urlaub macht, wohl bei den Großeltern. Und wir haben das Kind auch im Hintergrund gehört, also da würden sie jetzt sich gerade aufhalten, beziehungsweise würden da wohl auch umziehen. Also es war so ein bisschen unklar, beziehungsweise fand ich, dass es sich teilweise ein bisschen widersprochen hat. Also sie würden wohl seit einem Jahr in Italien wohnen, sind aber noch hier in Deutschland gemeldet. War dann auch so ein bisschen skeptisch uns gegenüber. Und, Jugendamt, was wollt ihr jetzt hier von uns? Ja, klar. Ein großes Klischee ist schon irgendwie, dass sofort die Kinder weggenommen werden. Das ist tatsächlich immer auch, merke ich jetzt bei den Familien, dass wir gleich irgendwie Angst haben und eigentlich gar nicht so gefühlt die Tür öffnen wollen oder immer so, ne? Oder das oberste Ziel ist immer, dass die Kinder in den Familien bleiben und dass eben geschaut wird, wie können wir die Familien so unterstützen, dass die Probleme, die jetzt vielleicht aktuell da sind, durch Hilfe zur Selbsthilfe eben behoben werden können. Wenn ich hier bin und es ist mal weniger los, passiert es mal, dass abends jemand reinschaut, der ist vielleicht schon 30, 40, der guckt rein und sagt, gibt es eigentlich den Karl noch? Und dann sage ich, momentan habe ich immer gesagt, ja, den gibt es noch. Und dann fragen die mal, wann ist der denn da? Kommen den besuchen? Und das wird zukünftig natürlich vielleicht auch nicht mehr sein. Dann wird man sagen müssen, na, jetzt ist der Karl nicht mehr da, der ist jetzt in Rente gegangen. Nee, den kriegst du nicht rein. Spiel den da. Spiel die da an, möglichst am Rand. Ja. Wenn die ein bisschen fester, ein bisschen besserer Winkel, da wäre sie reingegangen. Wir forcieren das auch, dass wenn die Kinder kommen, dass wir gleich sagen, komm, spielst du mit uns? Und dann sitzt man und dann guckt einer, was spielt ihr denn da? Ach, das können wir dir beibringen. Finde ich voll gut, weil das gehört mir dann. Gesellschaftsspiele finde ich auch eine wichtige Sache, weil da die Kommunikation unter den Kindern ganz gut ist. Also das bringt die schon weiter. Sie kommen mit anderen in Kontakt und ich glaube, das dürfte ganz positiv wirken. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wer was auf der Pizza haben will. Also, ich habe Rindersalami, normale Salami. Ja, natürlich Tomatensoße. Erstmal müssen wir den Teig machen. Wer weiß, wie Teig geht? Was brauchen wir? Ja. Was brauchen wir? Mehl, Hefe. Und? Kochen hat für mich extrem viel mit Kreativität zu tun. Das ist halt was anderes, als wenn man was Fertiges irgendwo kauft. Wenn man das selber zubereitet, stellt man auf einmal fest, oh, ich kann ja was machen, was mindestens genauso gut schmeckt. Vielleicht sogar besser als das, was ich mir irgendwo an der Bude hole. Soll ich die erste machen? Natürlich, ihr macht das nacheinander jetzt.
kommt das zu euch rüber. Ich muss ja die nächste Pizza machen. So einmal. So, ja. Drei Teile da draus machen. Drei Teile. Kriege ich bitte eine Gabel? Wenn die Eltern mitkriegen, wie wir uns um die Kinder kümmern, dann sind die froh, wenn sie hierher kommen. Und wenn sie aus sozialen Brennpunkten kommen, auch dann. Also das ist halt wirklich, wir sind da für diese Jugendlichen und Kinder und bieten ihnen eine Möglichkeit, sich hier ja, auszuleben. Freundschaften können sie knüpfen, das passiert natürlich hier auch. Kai, kannst du das auch machen? Ich mache. Ja, die ist... Du musst das Wasser... Ananas, ich bitte dich. Es gibt Kinder und Jugendliche, die mit einem über Sachen reden, über die würden sie vielleicht mit ihren Eltern nicht reden. Und da kann man schon sehr gut feststellen, wie das Vertrauen gelagert ist, wie das Vertrauen der Kinder zu einem kommt. Und das macht einen auch stark, dass man ihnen auch helfen kann, dass man weiß, es kommt an, was man versucht, ihnen zu erklären. Wie viele Teller auf dem Tisch? Jeweils fünf. Ich habe hier noch zwei. Genau. Wir wollten von unserer Pizza, die wir gemacht haben. Ich würde gerne so ein Stück mit dem da hier. Das hat mir bis jetzt fast 30 Jahre lang Spaß gemacht. Und deshalb war das auch für mich eine wichtige, ja, ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben, in meinem Berufsleben, Kindern und Jugendlichen, mit denen was zu arbeiten, egal in welche Richtung hin. Wird auch nicht besser. Hast du bei euch schon den Kühlschrank gemacht? Der soziale Bereich ist immer in irgendeiner Form unterbesetzt und jetzt auch hier gerade im Jugendamt. Und dementsprechend ist es schon manchmal herausfordernd, dann noch allem natürlich gerecht zu werden. Da geht es weniger darum, wie muss die Politik sich in Bezug auf das Amt ändern, sondern wie muss sich die Politik insgesamt in Bezug auf soziale Berufe verändern oder da anders wirken. Das werde ich vermissen. Mir hat es übrigens Mittwoch noch mal das Herz zerscheppert, als ich daran dachte, dass du uns verlässt. Also ich finde, in der sozialen Arbeit steht und fällt alles mit dem Team. Ich finde es schon wichtig, dass wir miteinander einfach einen guten Umgang haben und einfach uns freundlich begegnen und einfach auch mal einen netten Moment zwischen Tür und Angel haben. Den direkten Austausch zu haben, sei es irgendwie, oh, guck mal noch mal über die E-Mail drüber oder ah, wie würdest du das gerade machen? Das ist schon wichtig, da einfach nochmal einen anderen Blick schnell zu bekommen. Und einfach mal kurz zwei Minuten zu schminken und so, hey, wie geht's dir gerade? Brauchst du gerade irgendwas? Man fühlt sich auch nicht ganz so allein. Ich glaube, die ersten Wochen war das durchaus hilfreich. Ja, gerade jetzt am Anfang, dass man einfach irgendwie nochmal einfach sich hatte und ja, nicht allein mit dem. Also klar kann man auch immer alle anderen KollegInnen ansprechen, gar keine Frage. Aber wenn man es so direkt hat, ist es irgendwie ein kurzer Dienstweg. Ich würde mir wünschen, dass das einfach an der Gesellschaft angesehener ist, wenn das, was wir anbieten, den Leuten tatsächlich hilft. Ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl zu wissen, das, was ich hier mache, hat irgendwie einen Sinn und Zweck. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass die Arbeit mich so anstrengt, dass ich denke, nee, ich habe jetzt absolut keinen Bock mehr. Aber ich bin halt jetzt auch froh, dass ich jetzt mich auf das andere konzentrieren kann. Ich glaube, ihm wird schon gut tun, wenn er endlich seine Freizeit hat. Auf jeden Fall. Da freue ich mich auf jeden Fall. Dann kann man nämlich auch mal was spontan machen. Das kann man normalerweise, wenn man festen Job hat, geht's nicht. Und da ich immer dann weg bin, wenn die Kinder zu Hause sind, ist das halt... Man kann weniger zusammen machen und die Wochenenden sind manchmal extrem kurz, weil dann die Kinder ja auch was Eigenes machen wollen. Deshalb, das wird schon angenehmer.